Heute zeige ich dir, wie ich aus diesem Bild dieses mache. Aufgenommen habe ich das im Februar 2014 mit meiner Sony Alpha 65 auf meiner Rundreise durch Peru. Der Grund, warum ich das bearbeite, ich hatte das damals noch nicht schon bearbeitet, mein Server war voll und ich musste eben alte Bilder runterschmeißen, habe dann gesehen, dass damals irgendwie alles zu dunkel war. Also auch, ich habe hier noch andere Bilder und mir hat einfach die Bearbeitung nicht gefallen. Damals hat es so ausgesehen, hier komplett verrauscht und mir hat es damals schon dramatisch gefallen, aber mir hat es einfach nicht gefallen. Ich habe dann versucht, es zu retten, aber dann dachte ich, ach komm, irgendwie haut es nicht hin. Ich mache die Sache selber. Hier haben wir also das RAW, so kam das aus der Kamera raus und naja, also da muss man ein bisschen was machen, dass es dramatischer aussieht und krasser, vor allem heller. Deshalb erstmal Automatik klicken da oben oder automatisch, das mache ich immer zum Gucken, wie es wird. Dann sehen wir auch, dass der Weißabgleich überhaupt nicht hinhaut. Wenn wir da automatisch machen, wird er auch gleich viel besser. Aber du hast ja gesehen, da unten, ich hatte die Wolken da oben so dramatisch. Das hätte ich auch wieder gern. Deshalb nehmen wir da einen Verlaufsfilter und ziehen den so ein bisschen, ja, gucken, dass wir die Berge nicht so richtig erwischen. Ja, vielleicht auch einfach so. Und dann gucken wir mal, was wir machen können, wenn wir die Tiefen runterziehen. Wenn wir Klarheit reinziehen und mit Dunst entfernen, können wir vielleicht auch, oh krass, guck mal hier, können wir so richtig schön dramatisch machen. Da verhaut es uns jetzt natürlich die Farben, können wir ein bisschen mehr Gelb reinmachen. So, und dann würde ich hier sogar die Sättigung rausnehmen, dass wir graue Wolken haben. Also so ganz einfach kriegt man hier ein ganz anderes Wetter hin. Mal gucken mit dem Verlauf. Aber das passt eigentlich so ganz gut. Ja, ich würde schon sagen, so können wir den Himmel fast schon lassen. Ah, aber gut, jetzt schneiden wir erstmal ein bisschen C und dann schieben wir das hier so rein. Du siehst, ich mache das alles mit dem Trackpad auf dem M1 MacBook Pro 13. Das reicht mir vollkommen aus. Das ist jetzt mit der Bildschirmaufnahme ein bisschen langsam. Drehen wir es noch ein bisschen oder vielleicht ein kleines bisschen. Naja, es passt schon so. Gut, jetzt haben wir hier die Tasche weg. Aber ich hätte gerne hier vorne alles heller und irgendwie freundlicher. Machen wir nochmal einen Verlaufsfilter. Drehen den um. Na, umdrehen wollte ich ihn. So. Ja, ich könnte das auch mit dem iPad machen und dem Stift, das wäre tatsächlich ein bisschen besser, aber bin da in der Zwischenzeit zu faul, ich mache irgendwie alles nur noch mit dem MacBook. So wird schön hell. Na, ob das Ganze gut ist, weiß ich nicht. Machen wir hier drin noch. Meine Lieblingsfilter sind eigentlich die Radialverlaufsfilter, die kann man einfach so schön hier reindrücken. Hier ein bisschen mehr Kontrast, da können wir auch Dunst entfernen. Noch ein bisschen drauf machen und die sind mir ein bisschen zu blau. Machen wir auch noch ein bisschen mehr Gelb rein, dann wird es schon so. Ja, und jetzt guckt, vorher sah es so aus, jetzt sieht es so aus. Mit nur ein paar wenigen Schritten kann man doch einiges machen, aber da kann man noch mehr machen. Also wir können zum Beispiel hier oben, da scheint ja so die Sonne ein bisschen durch. Da machen wir auch einen Radialverlaufsfilter und machen eben auch ein bisschen mehr Orange, vielleicht auch ein bisschen mehr Licht, ja, weiß gar nicht, dass wir eben auch in die Wolken ein bisschen mehr, wie nennen wir es, Spannung reinkriegen. Guck mal, das können wir vielleicht sogar hier rüber kopieren. Ähnliche Farbe. Ja, das ist jetzt viel zu groß. Und ist auch zu heftig von der Farbe her. Deutlich weniger Gelb. Kleines bisschen. Ach so, haben wir in den Wolken auch ein bisschen was drin. Und die scheinen ja nach unten. Deshalb nehmen wir den auch einfach nochmal. Können wir auch neu nehmen und duplizieren den. Schieben den da runter. Und hier scheint die Sonne hin, sagen wir jetzt einfach. Ah, so, nicht ganz so gelb. Dafür ein bisschen heller. Machen wir einfach nochmal einen zweiten. Ah, sagen wir hier. So, die Wolken haben ja unterschiedliche Formen, also machen wir da auch eine unterschiedliche Form. Ah, vielleicht, warte mal, vielleicht ist das hier doch zu hell.
so. Also eben, guck, hier hat man sogar so eine Spiegelung, die kann man ja eigentlich auch noch weiter hervorheben. Wir haben hier auch nochmal duplizieren, einfach mit Rechtsklick oder eben zwei Finger, wenn man auf dem Trackpad arbeitet. So. Könnte ich jetzt auch mit dem Pinsel machen, aber naja. Und na, so richtig gefällt mir das jetzt gerade nicht mit diesen drei da unten, oder? Wenn man es weiß, fällt es irgendwie auf. Gut, aber wir wissen das ja alles auch trotzdem. Ich mache mal da weg. Ja, so ist hier ein bisschen schwächer. So, okay, gefällt mir besser. Gut, jetzt habe ich hier vorne, ups, jetzt habe ich hier vorne alles dunkler gemacht. Dann gucken wir mal, dass wir so ein bisschen ins Bild reinführen. Auch da nehmen wir wieder einen Radialfilter. Und, na, dreh den vielleicht. Weiß ich noch gar nicht so richtig. So irgendwie. Doch nochmal breiter. Na, mal gucken. Jetzt machen wir hier ein bisschen heller. So, hier könnte man ja auch sagen, hier scheint die Sonne ein bisschen hin. So, wir haben es jetzt hier ein bisschen heller und haben halt auch gleich hier vorne auch ein bisschen was Interessanteres. So könnte man es fast schon lassen. Ja, also was mich noch stört, ist zum Beispiel dieser Müll hier. Den stempeln wir jetzt ganz einfach raus. Das fällt kein Mensch auf. So. Ja. Gut, was haben wir noch? Hier sind Steine, keine Ahnung, können wir eigentlich auch drin lassen. Stempeln jetzt einfach mal ein bisschen wild rum, machen wir vielleicht ein bisschen kleiner. Ups, hast du den rein gemacht? So, den hier noch weg. Stören ja noch so. Da liegt noch was stört. Das macht immer schon wahnsinnig viel aus, wenn man das Bild ein bisschen putzt von störenden Elementen. Selbst wenn es jetzt irgendwie Steine sind, die da hingehören. Gut, der Müll gehört da. Naja, er gehört da eigentlich nicht hin, aber. Ja, guck mal hier. Hier sind irgendwelche Sitzbänke aus Beton. Die hier nehmen wir weg. Komm, guck mal. So, jetzt aber. Jetzt fällt es auf keinen Fall aus. Die sind mir irgendwie zu viel. So sieht's aus. Was ich jetzt gerade noch gesehen habe beim Reinzoomen, man könnte noch ein bisschen schärfen und vielleicht auch noch ein bisschen Rauschunterdrückung machen. Aber gut, zu viel in den Wolken. Also wenn man jetzt hier oben reinguckt, wie könnte man das denn? Ja, die Wolken ist klar, die brauchen ordentlich was, aber uns gehen natürlich hier unten die Details verloren, die wir eh nicht hatten. Also es sieht so aus, deshalb ziehen wir hier einfach die Details ganz hoch. Dann haben wir hier wieder ein bisschen die Schärfe. Und Schärfen machen wir maskieren, da drückt man die Optionstaste und wir wollen ja, na jetzt haben wir sogar noch, ja, wir wollen ja eigentlich nur das Gras ein bisschen schärfen. Ja, machen wir maskieren auf 100% und dann können wir hier mit der Schärfe ein bisschen, da können wir dann deutlich weiter hochgehen, weil wir ja alles ausmaskiert haben oder fast alles maskiert haben. Was wir auch noch machen können, wir können hier noch ein bisschen mehr Dramatik reinkriegen mit den Kurven so. Ja, so eine kleine S-Kurve. Okay, das würde ich fast lassen hier, würde nur hier so ein bisschen dunkler ziehen. Jetzt wird es doch wieder ganz schön dunkel, mein Bild, was ich ja nicht wollte, aber so ist das eben. Also man kann jetzt ewig weitermachen. Wo ist mein... Nee, warte mal, den will ich nicht. Wo kommt der her? Ich hätte doch da vorne einen. Radialverlauf. Achso, der ist hier. Weg hier. Hier ist der. Kann man den noch ein bisschen heller machen? Vielleicht doch auch noch ein bisschen breiter. Dann haben wir hier wie so eine kleine Vignette sogar, dass es hier so dunkel wird. Und hier haben wir eben die Sonne. So. Na, so können wir es auch lassen. Wie gesagt, damals hatte ich es so bearbeitet. Also hier richtig krass dramatisch. Ich habe da mit Perfect Effects viel gemacht von On One. Da gibt es auch eine ganze Bildbearbeitungs-Suite, die eigentlich ganz gut ist. Aber ich habe die schon lange nicht mehr benutzt. Ich benutze hier Lightroom CC. Und es reicht mir. Und du siehst ja, man kann auch mit Lightroom alleine einiges reißen. Ich hatte es vorher mal probiert, wie ich das machen könnte, wie ich es bearbeiten könnte. Da habe ich eine Version erstellt. Machen wir jetzt auch nochmal eine. Machen wir jetzt nochmal Videos. So habe ich es im Video gemacht.
und die Version vorhin, ja, die Video, Mark. Ach, krass, guck, die sieht quasi, ne, hier, jetzt haben wir es erst, Mark. Ach, da habe ich das da vorne doch noch gelber gehabt. Und da oben hatte ich dann auch noch. Das machen wir noch. Dann habe ich hier vorne, wie habe ich das gemacht? Das habe ich wahrscheinlich so gemacht. Wo ist denn jetzt oben oder unten? Nee, der ist oben. Gut, dann müssen wir umkehren. So, dann hatte ich da wahrscheinlich mega die Klarheit drin. Ja, guck, so macht man das dann da unten. Ja, so sieht es tatsächlich noch besser aus. Naja, man kann da ewig rummachen noch, aber du siehst, mit Lightroom CC, also dem kleinen Lightroom, lässt sich schon wirklich viel machen, auch ohne großartige Kenntnisse. Also du hast ja gesehen, ich habe alles nur mit irgendwelchen Filtern gemacht, ich habe da oben gar nicht großartig rumgeklickt. Gut, wir könnten jetzt natürlich hier gucken, hier den Weißpunkt ein bisschen rausziehen, könnte man noch, jetzt fange ich wieder an hier rumzumachen, mit Schwarz noch ein bisschen tiefer gehen, um es noch krasser zu machen. Aber so im Großen und Ganzen geht es relativ zügig, aus so einem ganz flauen, einfachen Bild so was Dramatisches zu machen. Und du siehst, also ich habe hier noch ein anderes vorbereitet, da gibt es noch einiges zu machen. Wenn du noch mehr Bildbearbeitungsvideos sehen möchtest, unten einfach kommentieren, dann zeige ich dir auch die anderen hin und wieder mal. Mir macht es einfach Spaß, Bilder so dramatisch zu machen und geht ja relativ schnell. Es gibt auch eine ganze Playlist zum Thema Bildbearbeitung. Verlinke ich dir da. Und wie gesagt, wenn gewollt, kommt auch mal wieder was. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren, dann kriegst du das mit. Hier gibt es mein letztes Video und dann sieht man sich schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.